Rathaus in Kreuzberg, die Mauskirche, Teufelsberg, Neuköllner Kaden, Tempelhofer Feld, 2 Data Center, die Martin-Luther-Kirche, Kirchen in Friedrichshain oder Prenzlauer Berg. Ja, also wir sind hier auf dem Rathausturm in Neukölln. Das ist einer von unseren Freifunkstandorten. Wir haben hier mehrere Verbindungen zu anderen Standorten über den Dächern von Berlin. Die Idee bei diesen großen Standorten ist erstmal so eine Grundinfrastruktur bereitzustellen, mit der sich halt Menschen oder andere Router verbinden können. Da sind wir jetzt eigentlich in vielen, also nicht in allen Bezirken, aber in fast allen Bezirken vertreten. Freifunk ist für mich interessant, weil ich die Idee dahinter einfach großartig finde. Also so ein freies und unabhängiges Netz aufzubauen, was vollkommen unabhängig ist von irgendwelchen kommerziellen Anbietern, die mit ihrem Netz machen, was sie wollen und sich das doppelt und dreifach bezahlen lassen und Dienste vielleicht bevorzugen und sich dafür Geld zahlen lassen und andere benachteiligen. Und im Freifunknetz ist jedes Paket gleichwertig. Freifunk ist halt aus der Idee entstanden oder aus dem Problem, dass es in manchen Bezirken halt kein DSL oder kein schnelleres Internet gab. Es macht halt auch Sinn, an Orten Internet anzubieten, wo halt niemand zu Hause ist, also zum Beispiel im Park. Es macht aber auch Sinn, zum Beispiel für irgendwelche Standorte, wo zum Beispiel Menschen leben, die von keinem herkömmlichen Internetprovider einen Anschluss bekommen. Es gibt Regionen, wo es wirklich Freifunkvereine gibt. In Berlin sind wir eher so ein bisschen chaotisch organisiert und sind kein Verein, haben aber einen deutschlandweiten Förderverein, das ist der Förderverein für freie Netzwerke e.V. Der sammelt Spenden für alle Communities in Deutschland. Darüber hinaus wurden wir aber im letzten Jahr und auch in diesem Jahr von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gefördert. Also wenn man das Freifunknetz einfach nur nutzen möchte, dann kann man das ganz einfach machen, indem man sich mit seinem Handy oder mit seinem Computer mit dem Freifunknetz verbindet, wenn man eins in der Nähe sieht. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht ganz so schwer, so einen Freifunkrouter einzurichten und aufzustellen. Der erste Schritt ist, einen Router zu kaufen und dann muss man sich eine Firmware runterladen. Da gibt es auch eine Anleitung im Internet, wo man die runterlädt und wie man dann die Firmware, die vom Hersteller drauf ist, ersetzt. Also wir stellen ja auch unser Internet zur Verfügung. Das heißt, wir unterstützen das Freifunknetz, indem wir noch einen weiteren Internetzugang zur Verfügung stellen. Wir haben VPN-Server bei dem Verein und aller Traffic von halt Privatpersonen, der halt zum Beispiel über die Telekom oder Alice oder wen auch immer geht, wird über dieses VPN erstmal zu uns geleitet und erst dann ins Internet gegeben. Und so umgehen wir dann im Grunde die Störerhaftung. Der Förderverein Freie Netzwerke e.V. ist halt dann erstmal der Verantwortliche. Und dann sind wir jetzt natürlich darauf angewiesen, dass Menschen mitmachen und halt in ihre Fenster oder an ihre Balkone Router stecken und so halt das Netz weiter verteilen. Die Daten hüpfen dann von Dach zu Dach ins Internet und zurück.